Was ist das beste Investment, welches du innerhalb deines Lebens machen kannst? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und damit zu einem neuen Uncut Talk. Jede Woche Samstag kümmern wir uns hier auf diesem Kanal um das eigene Mindset, denn das ist mit Abstand das Wichtigste, wenn es um das Investieren nicht nur in Kryptowährungen geht, sondern auch allgemein im Leben, um einfach auch nachhaltigen Erfolg zu haben. Wie ich gerade schon die Frage gestellt habe, und so heißt das Video ja auch, das beste Investment deines Lebens. Vielleicht hast du dir mal selbst die Frage gestellt, okay, in was soll ich denn da draußen überhaupt investieren? Was kann man überhaupt alles investieren? Und viele fragen sich, ist jetzt Krypto das beste Investment? Sind Aktien das beste Investment? Sind Immobilien das beste Investment? Sind, keine Ahnung, Collectibles das beste Investment? Uhren, was auch immer. Ja, also man kann in unterschiedliche Dinge investieren. Und ich werde dir gleich verraten, was wirklich das beste Investment überhaupt ist, welches mit Abstand die beste Rendite mit sich bringt und auch schon immer mit sich gebracht hat. Was viel, 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 viel krasser ist, als Bitcoin über die letzten Jahre hingelegt hat und jedes andere Investment, was es da draußen überhaupt gab. Bevor wir aber darauf eingehen, muss man erstmal Folgendes verstehen. Was ist überhaupt investieren? Was kann man denn überhaupt investieren? Zum einen muss man erstmal unterscheiden zwischen zwei Dingen. Es gibt einmal investieren und es gibt das Konsumieren. Und die meisten Leute da draußen leben halt im Konsumentenverhalten. Sie haben das Konsumenten-Mindset. Das heißt, sie gehen durchs Leben und fragen sich, okay, was kann ich mir kaufen, um kurzfristiges Glück zu bekommen? Beispielsweise ein Urlaub, beispielsweise irgendein schönes Auto oder Klamotten, was auch immer. Die meisten Menschen konsumieren da draußen und das ist halt keine finanzielle Intelligenz. Konsum sorgt immer nur für kurzfristiges Glück und nicht für langfristigen Wohlstand und langfristiges Glück. Konsum hat vor allem auch ein direktes Ergebnis, welches man erzielt. Das heißt, wenn man konsumiert, direkt in diesem Augenblick, spürt man etwas in einem selbst, dass einfach dieses Glück da ist. Aber dieses Glück, ja, geht nach einiger Zeit weg. Bestes Beispiel, Handys. Ich bin jemand, ich kaufe mir jedes Jahr das neue iPhone. So, dieser Moment, wenn man das iPhone gerade öffnet, diese Folie abzieht oder wo auch immer, das ist der beste Moment, wenn man sich ein neues iPhone kauft. Kann sicherlich jeder bestätigen, der ein iPhone hat oder auch allgemein Handy, dieses Abziehen der Folie ist mit Abstand das Geilste. Am Anfang legt man das Handy immer sehr, sehr leicht hin, weil man freut sich, man ist dankbar, man erfreut sich einfach an dem Blick und will, dass dieser Sache nichts passiert. Was passiert aber nach ein bis zwei Wochen? Man schmeißt es irgendwo hin und man ist used to it. Ja, man hat sich daran gewöhnt und es ist nichts mehr Neues. Das Glück, welches man anfangs verspürt hat, ist nicht mehr da. Ein Investment sieht ganz anders aus. Ein Investment ist erstmal kurzfristig gesehen nicht unbedingt etwas, was einem Glück beschert. Ja, weil man gibt erstmal Geld aus, in Anführungszeichen. Ja? Oder auch andere Dinge. Darüber sprechen wir aber gleich, was man überhaupt alles investieren kann. So, man investiert mit dem Ziel, langfristig etwas davon zu haben. Das heißt, wenn man investiert, beispielsweise in Kryptowährungen oder beispielsweise in andere Dinge, sieht man eventuell nicht direkt etwas, was man da tut. Und um einen herum sind dann oftmals Menschen, die sagen, hey, das funktioniert ja alles gar nichts. Warum hast du keinen Erfolg in dem, was du machst? Du investierst die ganze Zeit. Du investierst, du investierst, du investierst und investierst und irgendwann erntest du davon die Früchte. Wie ein Bambusbauer. Ein Bambusbauer pflanzt einen Bambus und wässert den über Jahre. Jahrelang, es passiert gar nichts und innerhalb von einigen Tagen schießt das Ding aus dem Boden und wächst um mehrere Meter. Warum? Weil sich unten im Boden einfach ein riesen Wurzelwerk gebildet hat, was die meisten Leute da draußen nicht sehen. Aber der Bambusbauer hat investiert in sein Ziel, in seine Vision, in seinen Traum, weil er wusste, okay, ich will diesen Bambus zum Wachsen bringen. Und er hat gegossen, er hat gegossen, er hat gegossen, er hat vor allem Zeit investiert. Und da kommen wir gleich nämlich auch drauf, was man alles investieren kann. Und obwohl die Leute es nicht gesehen haben, hat er es gesehen und er hat angefangen zu investieren. So ist es halt auch beim Geld.
Beim Geld ist es auch so, man investiert erstmal, man hat nicht direkt den Reichtum. Ja? Wenn man jetzt was investiert, außer es ist jetzt irgendein Meme-Coin, der 1000x macht oder 100x macht, dann macht man direkt erstmal Geld. Aber in den meisten Fällen hat man erstmal Verlust. Also man hat erstmal Verlust oder man macht eben nicht diese Gewinne, von denen man überhaupt träumt. Und man fragt sich, okay, bringt das überhaupt was, was ich hier mache? Ja, und das ist dann der Moment, wo sehr, sehr viele Leute dann halt aufgeben und wo sie sagen, gut, das Investment hat nichts gebracht, ich verkaufe, ich höre lieber auf, ich mache irgendwas anderes und ich konsumiere. Und Konsumverhalten ist sehr, sehr schlimm. Und die meisten Leute haben immer am Ende des Geldes noch ganz, ganz viel Monat übrig. Warum? Weil sie einfach die ganze Zeit als Konsumenten durchs Leben gehen. So, jetzt haben wir erstmal verstanden, okay, was ist überhaupt investieren und was ist konsumieren? Und diesen Unterschied muss man erstmal verstehen, okay? Jetzt kommt der zweite Part. Was kann man überhaupt alles investieren? In erster Linie denkt man natürlich an Geld. Ja, Geld ist etwas, was man investieren kann. Ja, Geld ist etwas, natürlich, man investiert in eine Kryptowährung, man investiert in etwas, in einen Wertgegenstand, man investiert in irgendwas, Geld. Das ist die erste Sache, die man investieren kann und wahrscheinlich auch die wichtigste Sache dabei. Und wenn ich gleich auch darauf komme, was das beste Investment überhaupt schon immer gewesen ist und immer sein wird, wird auch Geld natürlich eine ganz, ganz große Rolle dabei spielen. Aber das andere, was man investieren kann, ist vor allem Energie. Zeit. Das sind noch Dinge, die man auch investieren kann. Und das verstehen viele Leute nicht. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Wenn jemand talentiert ist, ist das schön. Aber wenn jemand die Zeit und die Energie reinsteckt und die ganze Zeit an etwas arbeitet, wird er diese Person schlagen, die das Talent hat, wenn sie nichts tut. Ja, und wenn man Zeit investiert, beispielsweise in Kryptowährungen, beispielsweise in Persönlichkeitsentwicklung, beispielsweise in irgendwas anderes, wird man nach einiger Zeit erfolgreich. Sport zum Beispiel auch. Oder halt Energie. Und das Wichtigste ist, dass man alle drei Komponenten auch irgendwo investiert gleichzeitig. Zum einen die Zeit, zum anderen die Energie und zum anderen auch das Geld. Und sehr, sehr viele Leute sind eben nicht dazu bereit, diese Dinge zu investieren, weil sie mit dem Konsumentenverhalten durchs Leben gehen. Sie sagen sich, ich bin nicht bereit, die Zeit zu investieren, weil deswegen spiele ich Lotto. Lotto wird gespielt, weil man nicht die Zeit investieren möchte, die Energie investieren möchte, langfristig gesehen wohlhabend und reich zu werden. Man möchte es schnell schaffen und deswegen spielt man Lotto. Man ist auch nicht bereit, die Energie reinzustecken, beispielsweise beim Businessaufbau. Viele Leute sagen sich, gut, ich möchte kein Business aufbauen, weil es erfordert Zeit. Ich mache das Ganze seit einigen Jahren. Seit über 8 Jahren bin ich Unternehmer und habe unzählige Ups und Downs mitgemacht. Ich war persönlich 2-mal komplett pleite, konnte meine Miete nicht zahlen und so weiter. Habe ich auch auf Patreon mal in einem Livestream auch erzählt, so meine Story. Werde auch nochmal meine Story ganz gezielt teilen. Aber ich war mir dessen bewusst, dass ich Zeit investieren muss, Geld investieren muss und Energie investieren muss. Und der Unterschied zwischen einer erfolgreichen Person und dir, oder wenn du dich mit mir zum Beispiel vergleichst, ja, der Unterschied zwischen uns beiden ist eine Sache. Ich habe eine Entscheidung getroffen und Zeit. That's it. Ich bin an sich ein komplett normaler Mensch. Ja, komplett normal. Jeder erfolgreiche Mensch, den ich auch kennengelernt habe und den ich in meinem Netzwerk habe, ist ein komplett normaler Mensch. Und das Einzige, was einen unterscheidet, ist die Energie, die Zeit und das Geld, welches diese Person investiert hat im Laufe des Lebens. Und vor allem die Zeit. Durch Mentoren beispielsweise kann man diese Zeit sehr, sehr schnell überbrücken. Das heißt, man muss nicht die gleiche Zeit überhaupt erstmal investieren wie jemand anderes, weil man muss nicht die gleichen Fehler machen wie jemand anderes. Und das gebe ich ja auch auf Patreon mit. Auf Patreon teile ich meine Buy Alerts, meine Sell Alerts, meine gesamten Strategien. Ich teile dort mittlerweile auch Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, dann auch zusätzlich Livestreams, die ich mache, ja, wo man mich alles Mögliche fragen kann, um einfach unterstützend dabei zu sein und jedem dabei zu helfen, nicht die Fehler zu machen, die ich früher schon gemacht habe. Und somit viel, viel schneller dann auch ans Ziel zu kommen. Ein Mentor ist der kürzeste Weg, von A nach B zu kommen, weil ein Mentor auf alle Dinge auch eine Antwort weiß. Ja, und das ist auch nochmal wichtig. Aber da sind auch viele nicht dazu bereit, Geld in die Hand zu nehmen, Zeit in die Hand zu nehmen, Energie in die Hand zu nehmen, überhaupt das mal umzusetzen. Und das muss man einfach verstehen. Wenn du erfolgreich werden willst im Leben, egal was es ist, sei dazu bereit, Zeit, Energie und Geld zu investieren. Ja, und die meisten Leute wollen konsumieren. Sie wollen nicht viel Zeit investieren, sie wollen direkte Ergebnisse. Die meisten Leute wollen keine Energie investieren, sie wollen direkte Ergebnisse.
Beispielsweise beim Sport. Man muss Energie investieren, Zeit investieren, um ein Ziel zu erreichen. Was machen die meisten? Die wollen irgendwelche Crash-Diäten machen. Sie essen einfach nichts mehr, machen Hardcore-Diäten und danach kommt der Jojo-Effekt. Und am Ende hat man eben nicht das gleiche Ergebnis, was man sich eigentlich erhofft hat. Und Geld kommt natürlich dann auch nochmal mit rein. So, jetzt die Frage, was war denn schon immer das beste Investment überhaupt? Besser als Bitcoin, besser als Gold, besser als alles, was es bisher in der Menschheit gegeben hat. Und was wird für immer das beste Investment sein? Das Investment in dich selbst. Ein weiser Mann hatte mal gesagt, das Investment in sich selbst hat mit Abstand den besten Return on Invest. Und nachträglich gesagt, jetzt mal rückblickend betrachtet, kann ich das Ganze bestätigen. Ich selber habe mehr als sechsstellig in mich selbst schon investiert. Und ich kann wirklich sagen, dass dieses Investment das mit Abstand beste Investment gewesen ist, was mir einen den höchsten ROI gebracht hat. Was viel, viel krasser ist als jedes 100x, jedes 1000x oder jedes 10, 20, 50x, was auch immer. Das Investment in sich. Weil Geld kann dir genommen werden. Alles. Du kannst alles verlieren im Crypto-Space. Dein Portfolio kann von heute auf morgen auf Null gehen, weil du dich auf irgendeiner Seite connectest, dein Wallet wird leergeräumt. Es kann alles Mögliche passieren. Aber das hier oben kann dir keiner nehmen. Es kann dir keiner nehmen. Und wenn du weißt, wie es funktioniert, dann wirst du es wieder schaffen. Das hatte ich auch schon mal in einem Uncut-Talk gesagt. Der Unterschied zwischen einem Selfmade-Millionär und einem Lotto-Millionär ist, dass der Selfmade-Millionär weiß, wie es funktioniert. Und er hat in sich selbst investiert, er hat das Mindset, er hat das Wissen und deswegen weiß man, wie es funktioniert. Als ich Dinge verloren habe in meinem Leben, wusste ich, wie ich wieder auf das alte Level komme, relativ schnell. Die Learnings, die ich daraus gezogen habe, konnte ich nehmen, um danach weiter nach oben zu kommen. Und das ist etwas, was man verstehen muss. Man muss einfach immer aufs nächste Level kommen. Level up. Wie ein Spiel. Das Leben ist ein Spiel und man muss sich einfach einzig und allein darauf konzentrieren, dass man immer ein höheres Level erreicht. So, wie kannst du jetzt in dich selbst überhaupt investieren? Du kannst in dich selbst investieren, indem du Zeit überhaupt erstmal in dich selbst investierst. Und das machen auch sehr, sehr viele Leute nicht. Die meisten Leute setzen die Bedürfnisse von anderen Menschen über ihre eigenen. Wenn der Chef ruft, wenn der Partner ruft, die Partnerin ruft, wenn die Eltern rufen, was auch immer, man springt sofort. Man denkt nicht erst an sich, an seine eigenen Bedürfnisse, sondern erstmal an alle anderen. Und das ist schon mal sehr, sehr falsch. Deswegen morgens zum Beispiel kannst du dir die Zeit nehmen und einfach nur für dich sein. Die erste Stunde des Tages gehört nur dir, keiner anderen Person. Lass dein Handy einfach liegen. Mach eine Morgenroutine, meditier. Investier Zeit in dich. Lerne dich selber kennen. Und du wirst verstehen, wie du denkst, wie du handelst. Und du wirst andere Ergebnisse erzielen. 100%. Dann kannst du aber auch Energie in dich investieren, indem du Sport machst. Dein Körper auf Vordermann bringst. Ja? Dich energetisch mit dir auseinandersetzt. Verstehst, wie Energie funktioniert, wie Frequenzen in dir funktionieren. Wie du Dinge in dein Leben ziehen kannst, die du dir wünschst und die du dir vorstellst. Und wenn du die Energie deines Körpers verstehst, wirst du auch ganz andere Ergebnisse erzielen. Und das mit Abstand allerwichtigste beim Investieren ist das Geld. Du musst bereit sein, in dich selbst zu investieren. Und die meisten Leute sind nicht bereit, in sich selbst zu investieren. Die meisten Leute sind bereit, jedes Jahr ein neues iPhone zu kaufen für 1000 Euro, sind aber nicht bereit dazu, 100, 200, 300 oder 1000 Euro in sich selbst zu investieren und sich ein Buch zu kaufen, an einem Seminar teilzunehmen. Beispielsweise bei mir auch Patreon zu werden, weil ich auch sehr, sehr stark auf den Bereich Persönlichkeitsentwicklung eingehe. Es gibt nicht einfach nur Buy and Sell Alerts, es sind Persönlichkeitsentwicklungsdinge und es ist ein Investment in dich selbst. Und als ich angefangen habe, das damals zu verstehen, dass ich in mich selbst investieren muss, habe ich andere Ergebnisse erzielt und bin erfolgreich geworden. Finanziell, zeitlich, energetisch und habe angefangen, mir das Leben aufzubauen, von dem ich immer geträumt habe. Und ich bin noch lange nicht dort, wo ich hin möchte. Meine Ziele sind noch sehr, 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 sehr groß. Aber als ich angefangen habe, mich als Asset zu sehen und mir Dinge zu suchen, in die ich investieren kann, die mich nach vorne bringen, hat sich mein Leben verändert. Du fragst dich sicherlich, okay, wie schafft er es denn, über diese ganzen Minuten so frei zu reden, dieses Mindset rauszuhauen? Ich lese das nirgendwo ab. Du merkst, es kommt aus mir. Es ist Wissen, es ist Erfahrung, die ich mit euch teilen möchte. Und ich habe es auch sehr, sehr oft gesagt, die Uncut Talks sind mit Abstand
die schlechtesten Videos hier auf meinem Kanal, von den Klicks her und von den Views her. Ja, ich weiß sofort, wenn ich einen Uncut Talk hochlade, 9 von 10, 10 von 10. Weil sich die meisten Leute eben nicht damit auseinandersetzen wollen. Und da kommt der Bereich Zeit ins Spiel. Die meisten Leute denken sich, okay, da steht etwas, so wirst du erfolgreich oder das ist die wichtigste Denkweise oder hier wie beispielsweise das beste Investment deines Lebens. Wobei ich denke, dass dieses Video sogar ein bisschen mehr angeklickt wird als die anderen. Aber wenn ich schreibe, so erreichst du all deine Ziele, dann wird es am wenigsten angeklickt. Weil die meisten Leute sich dann sagen, nee, da möchte ich nicht die Zeit investieren, mir 15 Minuten zu nehmen, um diese Antwort darauf zu bekommen. Aber wenn ich ein Video hochlade, wo drauf steht, das nächste 100x-Projekt, klicken alle drauf. Also sagen, dafür muss ich jetzt Zeit investieren, weil ich kriege da die Abkürzung. Ich muss nichts tun und ich habe dadurch einfach richtig, richtig schnell Erfolg. So ist leider die Denkweise von den Leuten. Und die meisten Leute konsumieren, die meisten Leute investieren nicht. Und wenn du anfängst, in dich selbst zu investieren, dann wirst du nach einiger Zeit merken, dass es der höchste Return on Invest ist. Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster. Jeder Diamond Patreon, der diese Mitgliedschaft wirklich so nutzt, wofür sie gemacht worden ist und alles daraus verwendet, was ich dort teile, was ich dort zur Verfügung stelle, hat mittlerweile unfassbar viel dazugelernt. Hat mehr mitgenommen, als er überhaupt jemals für diese Mitgliedschaft bezahlt hat oder aktuell bezahlt. Vielleicht noch nicht monetär gesehen, aber energetisch, vom Mindset her, von der Persönlichkeit her. Und das hatten wir auch schon mal in dem Uncut Talk. Erst kommt persönliches Wachstum, dann kommt finanzielles Wachstum. Und ich habe ganz, ganz große Visionen dafür. Und ich weiß ganz genau, dass ich jedem, der wirklich da am Start ist, auch richtig stark weiterhelfen kann. Gerade was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und ich habe es im letzten Video auch gesagt, ich werde jetzt zukünftig, jetzt demnächst, nächste Woche auch die Mitgliedschaft erhöhen. Deswegen, wenn du da noch nicht dabei bist, ja, check auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung den Link zu Patreon ab. Da steht auch mittlerweile dabei, was da überhaupt alles drin ist. Du wirst es nicht bereuen. Und im schlimmsten Fall probierst du es einfach einen Monat aus und danach sagst du, nee, hat mir doch keinen Mehrwert gegeben und bleibst einfach und hörst auf. Ansonsten bleibst du einfach dabei. Aber darum soll es nicht gehen. Es soll darum gehen, dass du überhaupt jetzt erstmal das grundlegende Wissen darüber verstehst und bekommst, wie wichtig es ist, in dich zu investieren. Fang an, Bücher zu kaufen über Persönlichkeitsentwicklung. Fang an, dir Denke nach und werde reich zu bestellen. Rich Dad, Poor Dad, der geheime Weg Richtung Freiheit und Erfolg. Think like a Millionaire, start with the why. Das sind erstmal so 5 Dinge. Aber das beste Buch, um wirklich zu starten, meiner Meinung nach, ist erstmal Denke nach und werde reich. Oder um wirklich einfach mal zu verstehen, wie wichtig es ist, ein Ziel vor Augen zu halten und da wirklich dran zu bleiben, Der Alchemist. Der Alchemist, so ein geiles Buch, ja, ist ein fiktives Buch, aber hat eine unglaublich krasse Message, ja, wenn man es wirklich versteht. Und fang an, da rein zu investieren. Fang an, Online-Kurse zu kaufen. Für dich, fang an, in dich zu investieren. Fang an, in deine Ernährung zu investieren. Fang an, in deine Fitness zu investieren. Fang an, in Meditation zu investieren. Fang an, dich als das wertvollste Asset zu sehen und dir alles Mögliche zu holen, um dieses Asset besser zu machen. So wie man rausgeht und sich Klamotten kauft, um cooler auszusehen und dadurch konsumiert, so kannst du dir auch andere Dinge kaufen, die dich nach vorne bringen. Also lerne den Unterschied zwischen Konsum und Investition. Und jetzt vor allem über die Pfingsttage kannst du nochmal in dich gehen. Ich mache sonntags bewusst keine Videos und ich mache Samstag immer dieses Video, damit man diese Gedanken, die ich hier teile, auch wirklich mal verinnerlichen kann. Und übers Wochenende integrieren kann, sich wirklich mal damit auseinandersetzen. Also setz dich mal wirklich hin und frag dich, was bist du dir wert? Wo stehst du aktuell? Wo möchtest du überhaupt hin? Wie ist dein Status quo? Dein Punkt A. Was ist der Punkt B? Und was musst du tun, um vom Punkt A nach Punkt B zu kommen? Und wenn du diesen Weg noch nicht kennst, dann ist es wichtig, dass du einen Mentor für dich hast. Und zum einen möchte ich natürlich mit diesen Videos hier auf wöchentlicher Basis dein persönlicher Mentor sein, nicht nur im Crypto-Space, sondern allgemein dich in der Persönlichkeit nach vorne zu bringen. Und wenn du natürlich mehr davon haben möchtest, dann werde Patreon. Ich kann es nur nochmal sagen, ja? Check es gerne aus. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und das soll es dafür gewesen sein, ja? 20 Minuten geht jetzt auch schon dieses Video. Die Message ist aber unfassbar wichtig, deswegen wollte ich sie unbedingt mit euch teilen.
Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr einen Mehrwert aus diesem Video ziehen konntet, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn du keines dieser Videos verpassen möchtest und auch allgemein Krypto-Videos nicht verpassen möchtest, lasst gerne ein Abo da. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos von mir anzuschauen, schau dir gerne einmal hier das letzte Video an, was ich hochgeladen habe. Das war's auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns Montag zum nächsten Marktupdate. Ich wünsche euch schöne Pfingsttage. Bis Montag. Peace. Ciao, ciao.